Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable. Heute bei Echtgeld TV wieder eine gemeinsame Sendung vor ein und derselben Kamera mit Christian. Und mit Tobias. Hi. Genau, weil ich bin ja hier, Christian ist vorbeigekommen, wegen der in der letzten Sendung schon mal angesprochenen Bauarbeiten bei ihm zu Hause, was für euch dann unschwer erkennbar macht, dass es offensichtlich der gleiche Tag ist, wo wir auch diese Sendung aufgenommen haben. Deswegen also der Hinweis, heute ist der 13.3. Wir reden gleich über Megatrends und einen ETF, der genau dies in seinem Namen hat. Und wir reden über drei Aktien, die in diesem Megatrends ETF enthalten sind und die uns auch partiell schon längere Zeit begleiten. Vielleicht nicht als Anleger, aber zumindest unter beobachtender Perspektive. Und das alles dann in den nächsten 45 bis 50 Minuten nach dem Disclaimer. Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer. Tja, zum Megatrend wird ja sehr, sehr viel hochgejazzt. Alles das, was man gerade irgendwie als Finanzprodukt verkaufen kann. Und es geht dann ja auch häufig alle paar Monate eine neue Sau durchs Dorf. Und wir hatten ja zu Megatrends auch schon mal eine sehr interessante Studie der Ohio University vorgestellt, nämlich dass Finanzprodukte, die auf spezielle Thementrends gehen, häufig ziemlich gutes Gespür für den Peak, für den Höhepunkt des Marktes haben. Gleich mal ein Stimmungskiller zum Start. In den nächsten 5 Jahren geht's dann runter. Deshalb ist das, was WisdomTree hier macht, mit denen wir ja für diese Sendung wieder kooperieren, für dieses 1+3 Format, eigentlich eine sinnvolle Geschichte, sich nicht einen Megatrend herauszusuchen, sondern mal alles das, was es so an Megatrend-Produkten und Narrativen gibt, in einem einzigen ETF zu vereinen. Denn manche mögen auf einem Peak sein, aber manches von dem, was so als Megatrend durch die Straßen getrieben wurde, ist weit vom Höhepunkt entfernt, hat kräftig Federn gelassen, beispielsweise der Biotechnologiebereich. Nach wie vor, trotz der jüngsten Erholung, nicht so angesagt wie jetzt KI oder auch der Bereich erneuerbare Energie. Ja, man sieht das dann eben auch gleich bei diesem ETF, der eben auch wirklich genau so heißt, nämlich WisdomTree Megatrends ETF. Mehr ist das nicht, so findet ihr ihn im Übrigen auch. Dass da schon mit einer Anzahl von 580 im Fonds enthaltenen Unternehmen schon mal eine wirkliche Breitseite an unternehmerischer Beteiligung mit einhergeht. Vor allen Dingen, wenn man sich dann auch noch vergegenwärtigt, dass der Anteil der Top-10-Aktien bei lediglich 18% liegt. Ja, 580 ist ordentlich. Andererseits, das sagst du auch nicht, wenn du jetzt einen Stocks 600 siehst, boah, sind das aber viele Unternehmen. Aber für so eine Themengeschichte ist es eben ungewöhnlich. Genau, und es zeigt vor allem eines, wir haben es hier mit einer deutlich breiteren Aufstellung zu tun, als bei dem Wachstumswerte-Index schlechthin. Nasdaq war ja in der Sendung mit Uli Kort sehr präsent. Und ein Thema dabei, über das man nicht diskutieren muss, ist Wachstum. Das ist auf jeden Fall drin. Mhm. Aber ein anderes Thema ist eben Breite. Man hat nur 100 Werte und davon haben die legendären, großartigen 7 eben fast die Hälfte. Und hier haben wir gerade mal 18%, also deutlich breiter gefasst. Das eben nicht nur von der Anzahl der Aktien her, sondern auch thematisch. Was ganz spannend ist, finde ich, bei der Ländergewichtung ist es ein relativ starker Gleichklang, wenn man sich die USA anguckt, in diesem Megatrend-ETF und dann eben auch beim MSCI World. Das ist schon mal eine Übereinstimmung. Taiwan kommt dann beim MSCI World aber nicht unbedingt an zweiter Stelle. Nein, aber Taiwan hat halt die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company als größten Chipfertiger der Welt. Der bringt alleine 2,5%
in dieses Megatrend-Portfolio ein. Und dann relativiert das auch die 4,1%, die Taiwan insgesamt hat. Und darüber hinaus, dasselbe gilt auch für China, Japan, Niederlande. Das sind dann einzelne Werte, aber USA machen auch hier schon die Musik. Ja, ansonsten müssen wir auf eins auch noch eingehen. 0,5% Kosten sind gemessen an dem, was wir hier ganz oft sehen, bisschen über dem Durchschnitt. Wenn man dann berücksichtigt, dass man genau dieses eben wirklich sehr breit aufgestellte Megatrend-Depot hat, dann ist das, glaube ich, verschmerzbar, aber man sollte die Kosten zumindest da auch kennen und dann eben auch in Kauf nehmen, wenn man ein solches Investment eingehen will. Das ist ja ein bisschen so wie im Supermarkt. Du hast so ein paar Produkte, die legst du ganz vorne hin. Die sind ganz günstig und scharf gepreist, sodass der Kunde kommt. Und dann hast du hinten ein paar Sachen, wo ein bisschen mehr Marge dran ist. Und das ist ja so mit Standardindizes und Spezialprodukten. Themenfonds sind immer ein bisschen teurer. Ich würde das noch im Großen und Ganzen als im Rahmen und als fair sehen, auch weil wir es hier mit einem globalen Produkt zu tun haben, in dem durchaus auch kleinere Werte drin sind und 0,3% Spread zu normalen Börsenzeiten und sowohl Europa als auch die USA geöffnet sind. Das ist schon ganz gut. Also fair auf jeden Fall. Und ich übersetze ETF ja gerne mit einfach, transparent und fair. Und dann können wir also an das Letzte durchaus noch einen Haken machen. Allerdings, I und T, ne, der nach Hause telefonieren will, ja, also einfach transparent, das ist hier eben sicherlich nicht der Fall, sondern wir haben es hier mit einem durchaus komplexen Mechanismus zu tun, der sich auch ein bisschen von der ursprünglichen ETF-Idee, alles quantitativ fassbar zu machen, entfernt. Das ist ein bisschen semi-aktiv, denn da spielen auch qualitative Beurteilungen eine Rolle. Wir kommen bei ein paar Stimmen dann eben rein und da merkt man eben, also du kannst keinen Megatrend-ETF auflegen, ohne auch mal an der einen oder anderen Stelle Buzzwords zu benutzen. Und jetzt gehen wir mal direkt rein in diese Übersicht und da geht's direkt los. Also eine Sache, drei Ebenen der Alpha-Generierung. Also zunächst mal sage ich so, Alpha. Also es geht um Outperformance zu einem Markt. Und hier soll es eben darauf gehen, Alpha-Generierung wird einfach mal so in den Raum gestellt. Und die erste Ebene, da geht es um die sogenannte strategische, thematische Asset Allocation, die Anlegern ein sorgfältig ausgewähltes Engagement. Und da kommt in der Tat dieses Thema rein, nach dem Motto, so kernregelbasiert ist es dann eben da nicht offensichtlich, sondern es passiert schon irgendwas manuell. Genau, also was sind überhaupt die Megatrends und wie lassen sie sich dann in einzelne Sektoren, in einzelne Wirtschaftszweige untergliedern? Mhm. Da wird es also sicherlich quantitativ nicht möglich sein. Das ist eine qualitative Entscheidung. Ich finde die Dimensionen, die man sich bei WisdomTree da gesucht hat, auch gut. Technologischer Wandel als ein ganz großes Thema. Dann haben Sie das Thema Umwelt, das nennen Sie Umweltbelastungen. Also ich würde das ja eher positiv formulieren, ja. Umweltschutz beispielsweise. Umweltentlastung. Wenn man Last schon drin haben will. Demografische Veränderungen und geopolitische Veränderungen. Und da kannst du eigentlich alles drunter fassen, was so an zeitgeistigen Branchen und Themen so herumgeistert. Und das wird ja dann auch entsprechend gemacht, wenn wir auf die einzelnen Unterebenen gehen, wo es dann konkret wird, wo technologischer Wandel etwa zerlegt wird in Halbleiter, in künstliche Intelligenz, in Blockchain, in Cybersecurity. Und das Ganze geht dann eben auch in die zweite Ebene rein, wo es um die taktisch-thematische Asset Allocation geht. Also darum dann auch mal situativ zu entscheiden, dass jetzt offensichtlich Impfstoffe ein interessantes Thema sind, wo man ohne Heuristiken, ohne Computertechnologien ja nicht auskommt. Und es geht natürlich auch weiter in dem Moment, wo KI auf einmal ein Thema wird, was ja durch den Launch Ende 2022 von ChatGPT relativ offensichtlich wurde, wo dann im Grunde genommen in den ersten drei Monaten auch eine Reichweite erreicht wurde an Menschen, die es probiert haben, die es dann auch angefangen haben, regelmäßig zu nutzen, wie bei keinem anderen Produkt zuvor. Wobei man sich da auch schon dann auf quantitative Elemente
stützt, denn da geht es dann um Momentum, ob bestimmte Themen bis zu 50% übergewichtet oder um 50% runtergewichtet werden. Und also jetzt wird es schon dann, jetzt kommt die dritte Ebene der Aktienauswahl und da wird es dann schon so, dass in der Tat, da wird es komplett dunkel für uns in der Außenansicht, weil es gibt verschiedene Themenexperten und die helfen dabei, die, und jetzt zitiere ich mal, die einschlägigsten aufstrebenden Unternehmen für jedes Thema auszuwählen. Das ist mal ein hehrer Anspruch. Ja, wobei wir uns dem ja auch genähert haben. Wir haben ja zu den Technologie-ETFs, beispielsweise KI, Cloud Computing, Cyber Security von WisdomTree vor einigen Wochen eine eigene Sendung gemacht und da dieses grundsätzliche Konzept gezeigt, wie die Zusammenarbeit zwischen ETF-Emittent und, ich nenne es mal, Know-how-Geber, Research-Partner für ein spezielles Thema funktioniert. Das ist ein bewährtes Konzept. Allerdings haben sie das nicht für alle Einzelthemen, die im Rahmen des Megatrend-ETFs abgedeckt werden. Ein eigenes Produkt schon am Markt, das ist das fein. Ansonsten konstruiert man selber thematische Baskets mit mindestens 20 Aktien dort, wo noch kein ETF am Markt ist. Genau. Und als Überblick dann eben auch nochmal die Sachen, die Christian eben schon gesagt hat, den technologischen Wandel, die Umweltbelastung, die demografischen und sozialen Veränderungen mit den entsprechenden Unterpunkten. Und was eben auch, das hatten wir bei WisdomTree ja auch schon öfter, immer mit einer Rolle spielt, ist dieser ESG-Rahmen. An dem kommt ihr eben als Anleger kaum noch vorbei. Und wenn ihr da vorbeikommen wollt, dann könnt ihr das im Grunde genommen durch eigene Allokationsbausteine machen. Also euch selbst ein kleines Rüstungsportfolio anlegen, wenn ihr dem Ansatz von Christian folgen wollt. Oder sagt nach dem Motto, wenn man raucht, ist man selber schuld. Und das könnt ihr mit einer Tabakpositionierung im Zweifelsfall machen. So wie wir es hier bei Echtgeld TV mindestens einmal im Jahr auch vorstellen und updaten. Deswegen ist es ein bisschen schwierig mit den geopolitischen Veränderungen. Die spiegeln sich da nämlich nicht wieder, weil da müsstest du dann Rüstungswerte haben. Da wäre dann ein Zielkonflikt, zumindest bei den meisten Werten, mit den gängigen ESG-Regeln. Ja, wir haben diesmal drei Fondsporträts für euch mit dabei. Die unterscheiden sich vor allen Dingen auf der rechten Seite ein bisschen stärker, denn die Themen sind bei der zweiten Darstellung, die wir hier drin haben, noch mal ein bisschen umfangreicher dargestellt. Also die Themen sind stärker separiert. Genau, nicht nur die normalen Sektoren, die ja immer so ein bisschen hybrid sind und auch nicht so genau sind. Wir haben das oft diskutiert, was ist denn eigentlich Amazon jetzt in der klassischen Sektorterminologie, sondern da hat WisdomTree jetzt für diese Megatrends eine eigene Klassifizierung mit diesen Untertrends, ein paar Blockchain, Halbleiter, also künstliche Intelligenz, diese Themen haben wir schon genannt. Was ich interessant finde, Kreislaufwirtschaft ist mit dabei, digitale Infrastruktur, das ist dann sowas wie Datencenter oder auch Mobilfunktürme, wo es ja so ein New Economy Real Estate ETF auch von WisdomTree gibt, Gesundheitstechnologie, was man so unter Health Tech nennt, ja, und dann natürlich der Bereich erneuerbare Energien und Energiespeicher. Gerade erneuerbare Energien, ja, momentan nicht das, was an der Börse gut ankommt. Deswegen hier Momentum-Faktor auch wieder gerade nicht so hoch gewichtet, sondern nur mit 5%, während das Momentum bei Halbleiter, bei Blockchain, bei künstlicher Intelligenz sehr, sehr stark ist. Deswegen diese Bereiche momentan übergewichtet. Ja, und dann wollen wir natürlich auch, und das ist quasi schon die Vorab-Überleitung zu dem Bereich, wo wir auch rechnen, das heißt ja nicht umsonst 1+3, denn wir wollen ja auch ein bisschen über die Einzelwerte, die im ETF hochgewichtet sind, sprechen. Wir kommen mal zu den Top-Einzelwerten und da ist natürlich im Moment relativ wenig überraschend die Nummer 1 mit 3,1% Gewichtung, eine Nvidia. Ja. Danach kommt eine TSMC, ja, also Taiwan Semiconductor Manufacturing, danach kommt eine Broadcom. So, da wissen wir, wo der Hase läuft, also voll den Momentum-Trend gegriffen. Auch bei Coinbase sehr gut erwischt. Auch bei Coinbase, allerdings CleanSpark auch, Bitcoin Miner, ja, alles in der Spitzengruppe. ASML auch mit 1,5%, AMD mit 1,5% dabei. Also das sind schon die großen Halbleiter-Dinger. Der Algorithmus an der Stelle hat funktioniert. Wie gesagt, die Story ist halt sehr gering. Es ist erst im Dezember 2023 gestartet. Aber für den Moment sieht das ganz gut aus. Wichtiger Unterschied zur Nasdaq, so wie man mit dem Nasdaq 100 von der Nvidia profitiert, wird man von einzelnen
Ten-Baggern, Multi-Baggern mit dem Wisdom Tree Megatrends ETF nicht profitieren, weil es einen Cap gibt. Jeweils bei der turnusgemäßen Neugewichtung ist das Gewicht einzelner Aktien auf 3% limitiert. Auch wenn der Kurs sich also verdoppelt, wie wir das bei Nvidia ja gesehen haben, immer noch sehen, ist man dann immer wieder durch Rebalancing weniger dabei. Dafür hat man halt auch nicht diese Klumpenrisiken, wenn es dann mal runtergeht, aber demgegenüber steht halt die Klumpenchance. Das Thema haben wir ja ausführlich besprochen. Ich denke, das ist auch ein ganz, ganz wesentliches Argument, was man bei sich selber prüfen muss, ob dieser ETF überhaupt in Frage kommt. Wer einfache Lösungen haben will, auch nachprüfen will, warum diese Werte da drin sind, möglichst wenig Schnickschnack haben will, lange Historie, der braucht sich dieses Produkt nicht anzugucken. Genau. Es ist für jemanden, der ja irgendwie auch vielleicht zusätzlich zum MSCI World oder zu einem High Dividend ETF nochmal was Zeitgeistiges dabei haben will, was vielfach, nicht ausschließlich, aber vielfach Wachstumswerte sind, vielfach kleinere Werte sind und das möglichst breit diversifiziert haben möchte, was dann auch die Frage aufwirft nach der Benchmark. Also wir haben es jetzt mal seit Dezember gegen den Nasdaq 100 laufen lassen. Seit Dezember 23, das muss man eben ganz, ganz deutlich hervorheben. Das ist, das ist halt nur so ein Snapshot im Grunde genommen. Man muss ganz zwingend vom Konzept und von diesem Ansatz eines weltweit aufgestellten Megatrend-Investments überzeugt sein. Aber der Nasdaq als solcher ist eben trotzdem ein in unseren Augen naheliegender Vergleich. Ja. Und wenn du jetzt natürlich das Ganze vergleichst mit dem MSCI World oder mit dem FTSE High Dividend, dann sieht es hier für die Megatrend-Allokation besser aus. Das ist auch eher das, wo ich es dann einsetzen würde im Portfolio, wenn man so eine Anlagemotivation für dieses Produkt mal schildern möchte. Genau. Wir haben Wisdom Tree auf jeden Fall schon mal signalisiert. Wer A sagt, muss auch B sagen. Das heißt, dass wir uns den ganz gerne in einem Jahr wieder auf die Vorlage packen, um dann mal zu gucken, wie hat er sich denn dann seit dem Start entwickelt, um auch zu überprüfen, so eine Studien müssen ja nicht immer recht haben. Wenn sie recht haben, dann ist es eben auf jeden Fall ein Produkt, was man, wenn man grundsätzlich das Thema für relevant hält, dass man so investieren will, vor allen Dingen auch mit einem Sparplan, der bei Scalable da schon verfügbar ist, herangehen kann. Genau, gleichzeitig darf man auch nicht vergessen, mit einem breit gestreuten Portfolio ist man automatisch auch in Megatrends investiert und von Megatrends profitieren eben auch Unternehmen, die vielleicht nicht auf den ersten Blick als Megatrend-Profiteure aufscheinen. Wir haben zuletzt über Coca-Cola gesprochen. Die sind extrem stark im digitalen Marketing, würden aber nie jetzt irgendwie als Social Media oder Digital Advertising Wert klassifiziert, aber profitieren davon. Das Gleiche werden wir bei KI sehen, dass Unternehmen, die KI intelligent einsetzen, Produktivitätsfortschritte erzielen, Margen erhöhen und damit genau von diesen Megatrends profitieren. Vielleicht sogar viel stärker als manche Technologiezulieferer. Die hat man dann sowieso im Portfolio, auch wenn es nicht draufsteht. Ja, und vor dem Hintergrund muss man es dann eben einfach sehen. Und wir wollten euch den jetzt mal zum Start hier vorstellen. Ihr trefft wie immer eure Entscheidung. Eine Entscheidung, die wir getroffen haben, sind unsere plus drei. Denn ist ja auch klar, also wir kommen natürlich, wenn wir mal quasi sowohl durch euch als auch durch einen Fondsanbieter direkt darauf angesprochen werden, mal was zu Nvidia zu sagen, dann werden wir das auch tun. Ich habe ja schon gesucht, ob da nicht auch irgendwie eine Nestlé dabei ist oder so. Ich habe eine John Deere gefunden, ja, aber die hatten wir ja gerade. Und also eigentlich so mein klassisches Beuteschema ist ja kaum dabei. Das ist wohl wahr. Dann hat man gesagt, wir wollen ganz gerne mal wieder über eine Aktie sprechen, die wir ohnehin schon seit längerer Zeit im Echtgeld-TV-Depot haben. Und damit sind wir dann bei der Block angekommen, mit der es auch gleich losgeht. Und last but not least interessiert uns das Thema Brokerage ja ohnehin sehr.
als Partner von Scalable. Und naja, wenn die Robinhood Markets dann mal in den Top 10 vorhanden sind, dann können wir uns die auch mal angucken. Ob das so gut ausgehen wird, darf schon jetzt bezweifelt werden. Aber die gute Nachricht ist ja, wir fangen erstmal mit Block ist an. Witzig, wir reden über Megatrends und haben zwei Finanzwerte dabei. Also so viel zum Thema Beuteschema. Ja, Beute, da kriege ich keine gute Überleitung hin. Ja, du konntest fette Beute machen bei Block. Ja, wenn du die Aktie irgendwann 2016, 2017, 2018 gekauft hast und dann 2021, 2022 auch gegeben hast. Mhm. Dann war das ein Vervielfacher. Mit ein bisschen Glück war es sogar ein Ten-Bagger. Und ansonsten, ja, die klassische Corona-Hype-Aktie. Und inzwischen Tannenbaumformation. Das, was man während der Corona-Pandemie, während dieser Euphorie für digitale Geschäftsmodelle gewonnen hatte im Kurs, ist alles wieder verloren gegangen. Aktie ist jetzt so bei $80, ungefähr da, wo sie 2019, 2020 vor der Pandemie war. Also grundsätzlich Pandemieeffekt komplett ausgepreist. Genau. Aber das Unternehmen gibt's ja trotzdem noch. Und das Unternehmen ist ja auch weiterhin eine Wachstumsfirma. Wenn wir allein mal auf den Umsatz gucken, im letzten Jahr plus 25%, ist eine Ansage. Ja, und jetzt soll was ganz Erstaunliches passieren. Also jetzt soll es nämlich wirklich so passieren, und das wurde auch schon durch die letzten Quartalzahlen deutlich. Jetzt schicken die sich an und nehmen auch in ihre Kommunikation mit auf, dass sie tatsächlich das machen wollen, was wir ja ganz cool finden. Gewinne. Und damit ergibt sich natürlich auch für die Aktionäre etwas, wo möglicherweise auch was Neues für nach 2020 investierte Investoren, zu denen ja auch wir gehören, auf einmal auftauchen könnte, nämlich Gewinne. Das wäre beides ganz schön, wenn das Unternehmen es schafft, diese Gewinne zu realisieren, die sie davor haben, die im Moment auch in die Schätzung schon reinfließen und parallel dazu auch die Aktie mal wieder ein bisschen aus dem Quark kommt. Aber dieses Thema Gewinne machen ist ja etwas, was in der Kommunikation von denen auch wirklich gespielt wurde und nach außen gekehrt wurde. Wie soll das aussehen? Ja, es war ja auch an der Zeit, weil sie natürlich, wenn man um die ganzen Sonderfaktoren, missglückte Investments und so bereinigt, auch schon die letzten Jahre profitabel waren. Aber wenn man es alles drin hat, sah es halt nicht so toll aus. Und sie haben in den letzten 12, 15 Monaten sicher sehr fokussiert daran gearbeitet, Kosten zu reduzieren. Das ist sicherlich ein Vorteil. 25% Umsatzwachstum, Operating Expenses sind nur um 18% gestiegen. Ja. Das ist das, was man sehen will. Das muss sich auch jetzt in diesem Jahr nochmal materialisieren, wird's auch, weil da stecken natürlich auch Restrukturierungskosten drin. Aber Jack Dorsey, der ja nach wie vor CEO ist, der Twitter-Gründer hier bei Block, hat gesagt, now we are going to focus on growth. Also man will wieder aufs Wachstum gehen. Allerdings nicht, indem man mehr Leute einstellt, sondern man glaubt, dass man das mit diesem Cap von 12.000 Mitarbeitern erstmal ganz gut schaffen kann und man will personell. Entschuldigung, in dieser, wie viele Mitarbeiter? 12.000 ist das Cap und man will da bleiben, also nicht weiter ausbauen, until we feel it's holding us back. Wenn es also dann doch irgendwann wieder das Gefühl ist, jetzt gibt's aber Chancen, die wir mit dem bisherigen Bestand nicht wahrnehmen können, dann geht's ab. 12.000 Leute ist schon mal eine ganze Menge an Personal, was dann im Unternehmen da so unterwegs ist. Ja, aber es ist natürlich auch ein komplexes Unternehmen mit den verschiedenen Services, nicht nur für Consumer. Man kriegt das ja hier nicht so mit. Die Cash-App ist ja vor allem ein US-amerikanisches Phänomen, wo man untereinander Geld überweisen kann, aber eben auch im B2B-Bereich, wo man als Zahlungsenabler für kleine Shops durchaus auch wirklich physische Läden auftritt. Mhm. Und da hat man eine Menge sicherlich zu tun, gerade wenn es darum geht, die Kunden, die man jetzt schon hat, so insgesamt 56 Millionen Nutzer bei der Cash App, dazu zu kriegen, dass sie mehr Geschäft
in der App machen. Also von diesen 56 Millionen Cash-App-Nutzern haben 2 Millionen schon die Cash-App als sozusagen Gehaltskonto, Bankverbindung für ihre Paychecks. Okay. Wenn du jetzt da diese Rate erhöhst, wenn du 4, 5, 6 Millionen Kunden da drauf kriegst, die das machen und die dann ausgehend davon, weil ja ihr Geld dort liegt, auch weitere Finanzdienstleistungen in Anspruch nehmen, dann kannst du auch schön was für die Marge tun. Nur dieses Schwungrad muss halt mal in Gang kommen. Ja. Und ob man das mit reduzierten Kosten so hinkriegt, ist die Frage. Banking our base, nennt Jack Dorsey das im Shareholder Letter. Das ist die Herausforderung. Die Frage ist, was wird das kosten? So. Und dann sind wir hier in einer Situation, wo wir dann zumindest erkennen, dass auf der EPS ohne, also auf der Earnings per Share ohne Sonderfaktoren, diese without NRI, Dinge passieren, die sich zunächst mal ganz erstaunlich lesen, denn da ist das Unternehmen zumindest nach der Auswertung seit 2016 profitabel. Ja, NRI, Non-Recurring Items, das kommt nicht wieder. Das sind halt alles diese Einmalfaktoren. Du übernimmst irgendwas viel zu teuer, musst abschreiben. Tja, ist ja nicht so wichtig. Wenn man sich die Income-Position dann aber anguckt, genau, wo diese Non-Recurring Items eben drin sind, sieht man, dass die Non-Recurring Items, die dort in dem NRI-EPS offenbar rausgerechnet wurden, vielleicht nicht wiedergekommen sind. Dafür kamen immer neue. Das ist ja dann auch nicht besonders, genau, besonders super. Aber damit soll jetzt Schluss sein. Also man hat den without NRI-Gewinn von 22 auf 23, von $1 auf $1,80 gesteigert. Und jetzt können wir uns mal ein bisschen Zahlen um die Ohren hauen. Ich habe hier aus den Analystenschätzungen die 3,50 für 24 und die $4 für 25 mal mit rausgenommen. Und du hast wahrscheinlich noch mal ein paar andere Werte. Naja, also Jack Dorsey hat ja selber jetzt seine Prognose angehoben auf 2,63 Milliarden Ergebnis in diesem Jahr. Das sind bei 615 Millionen Aktien 4,27. Es ist halt wieder ein bereinigtes Ergebnis. Also er geht über die Schätzung hinaus. Ja, naja, aber er bereinigt halt. Und das ist eben ein sehr wichtiges Thema, ne? Also wir haben 2,63 Milliarden, die er in den Raum stellt. Aber wir haben in den letzten 12 Monaten 1,28 Milliarden Stock-Based Compensation, also aktienbasierte Vergütung gehabt. Das ist das, wo die Unternehmen immer sagen, kostet ja quasi nichts, nehmen wir jetzt mal raus. Wo wir als Aktionäre sagen, ja, blöde Sache, weil wir bezahlen das alles mit Verwässerung, weil ihr quasi das Unternehmen sukzessive umverteilt an die Mitarbeiter, damit ihr Gehalt spart. Und wenn es dann richtig läuft, haben wir als Aktionäre entsprechend weniger davon. Insofern muss man bei diesen Zahlen, wie auch letztens gezeigt bei Airbnb, sehr, sehr vorsichtig immer sein. Und die Wahrheit liegt am Ende auf dem Platz. Die Wahrheit ist letztendlich Free Cashflow bereinigt um den Vorteil der Stock-Based Compensation, weil da rechnen sich die Unternehmen dann reich. Und dann hat man so eine Größe, mit der man als Aktionär auch rechnen kann. Und da muss man sagen, ist eine Block auch auf dem jetzigen Niveau sicherlich nicht mehr überzahlt, wie sie es mal war. Aber sie ist jetzt auch kein Schnapper. So, wenn wir hier nochmal hingucken und dann sehen, dass 1,2 Milliarden Dollar Stock-Based Compensation da offensichtlich wieder auf uns, wir sind ja Aktionär, zukommen, dann ist es bei einer Market Cap von 50 Milliarden so ein Wert, wo man sagt, naja, das ist ja gar nicht so viel. Wenn man sich dann aber mal ganz kurz am Norden der Aufstellung orientiert, also Topline wieder guckt, beim Revenue, dann muss man mal sagen, also bei 22 Milliarden US-Dollar Umsatz einfach mal so 1,2 quasi rauszunehmen und zu sagen, das ist jetzt mal eine Vergütung für die Mitarbeiter und die ist übrigens non-recurring, weil obwohl sie ist ja eigentlich, also wenn eins recurring ist offensichtlich, dann sind es ja genau diese Geschichten. Ja, ist halt Bereinigung, ja, und du siehst es auch bei den Zahlen, das Unternehmen ist ja schon vor einigen Jahren, 2015, an die Börse gegangen, hatte da also die große Kapitalerhöhung, aber trotzdem, die Anzahl der Aktien hat sich ja seitdem permanent erhöht. Von 417 Millionen Aktien
im Jahr 2018 auf aktuell 615 Millionen. Und da siehst du, diese sukzessive Umverteilung, das ist etwas, was mir da echt im Magen liegt. Ich mag das Unternehmen ja irgendwie, weil ich Jack Dorsey einen coolen Typen finde. Deswegen habe ich diese Aktie auch in grauer Vorzeit mal gekauft und sie einfach dann liegen lassen als kleine putzige Beimischung zu meinem Visa- und Mastercard-Payment-Portfolio, weil das finde ich irgendwie einfacher greifbar. Aber also mir würde jetzt hier der Mut fehlen zu sagen, wow, eine Block muss ich jetzt unbedingt nachkaufen, weil so günstig werde ich sie lange nicht mehr kriegen. Es ist nicht so dieses Valuation-Thema wie bei einer PayPal, wo man wirklich sagen kann, boah, die werden ja jetzt gepreist nach dem Motto, der Wettbewerb wird die in den nächsten 10 Jahren komplett hinwegfegen. Ja, also in der Tat, das ist im Übrigen auch etwas, was mir durch den Kopf ging, also auch bei der Fragestellung, nehmen wir die, kaufen wir jetzt nochmal nach. Wir haben zwar eine sehr, sehr schöne Prognose, aber in der Tat, also jetzt auch nach dem drüber reden, ist es bei mir wieder so, dass ich sage, wir haben schon zweimal gekauft. Ja. Ein dritter Kauf drängt sich nicht zwingend auf. Und du hast eine Aktie angesprochen, die wir heute gar nicht eingeplant haben eigentlich zu besprechen. Jetzt kommt ein Sidestep auch noch von mir zu dem Unternehmen, weil ich gerade in der Tat ein extrem positives Erlebnis mit PayPal hatte, weil ich das erste Mal Opfer von so einem Art Cyberscam geworden bin. Also was Juhu, bestellt hatte, was ein tolles Erlebnis. Was Mensch, toll. Cyberscam, herzlichen Glückwunsch. Und da ist es natürlich mal ganz schön, genau auch dieses Thema Käuferschutz wirklich zu erleben. Es hat funktioniert. Es war, Leute, ihr müsst auch dieses, ihr müsst sowas, wenn ihr es erlebt, dann auch mal so machen. Liebe PayPal-Produktmanager, man muss nicht alle 3 Minuten sofort ausgeloggt werden. Wenn man nämlich gerade in der Eingabe ist, ist es ein extremer Pain, wenn man einen Text geschrieben hat, der dann auf einmal ins Nirvana verschwunden ist und den man dann neu schreiben muss, kriege ich brutal schlechte Laune. Wenn man sich darauf eingestellt hat, dass so ein Mist passiert, dann ist das Verfahren ein bisschen langwierig. Man muss auch sagen, es ist nicht unbedingt komplett nutzerfreundlich gestaltet. Schöne Grüße in Richtung PayPal. Aber es hat halt funktioniert. Und ich habe meine 260 Euro einfach zurücküberwiesen bekommen. Ja, also PayPal habe ich ja auch als Beimischung dazu, aber für mich ist es relativ einfach. Ja, Mastercard und Visa sind für mich hier als Duopol sozusagen der Goldstandard im Payment. Das kann ich auch von ganzen Wachstum her, von der Präsenz her, wirklich in mein Beuteschema packen. Und PayPal und Block aus den genannten eher emotionalen Gründen, weil ich PayPal selber seit langer Zeit nutze und mich jetzt auch nicht großartig darüber beschweren kann und weil ich bei Block Jack Dorsey wirklich cool finde. Aber wir wollen nicht vergessen, es gibt ja auch andere Zahlungsdienstleister und die Wettbewerbssituation, die erscheint mir da wirklich intransparent. Die würde ich nicht jetzt beurteilen wollen. Wir haben Stripe als einen sehr agilen Wettbewerber, der auch ein sehr gutes Handling hat. Ich nutze das für die Auszahlungen, die ich bei Twitter als Contributor kriege. Das funktioniert auch hervorragend, außer dass es mit der Rechnung schwierig ist, aber das wird an Twitter liegen, dass Elon Musk keine Lust hat, das heißt ja X, aber dass der keine Lust hat, sich an deutsche Rechnungsstandards zu halten. Naja gut, lassen wir dahingestellt sein. Aber da sind eben genügend Unternehmen, die Zahlungsverkehr und Zahlungsdienstleistungen anbieten, auch per App. Deswegen fehlt mir da so der Mut zu sagen, ja, bei Block ist jetzt eine große Risikoprämie, die sehe ich einfach nicht. So, von daher lassen wir sie einfach liegen, warten wir mal ab. Wenn wir sie, wenn die $4 wirklich zustande kommen, ist wahrscheinlich das ein ganz attraktives Kursniveau, auf dem wir sind. Gespannt übrigens bin ich, wie sich die momentane Krypto-Euphorie bei Block dann niederschlägt, weil Bitcoin ist ja ein Thema, auch in der Cash App kann man Bitcoin traden. Ist aber der auch im Bestand, glaube ich, ne? Ja, Umsatzanteil ist relativ gering bislang, ob man da vielleicht noch einen zusätzlichen Push bekommt. Und wir wollen ja nicht vergessen, diese Umbenennung, früher hieß das Ding ja Square, jetzt heißt es Block, hat ja auch ganz viel mit Blockchain zu tun. So, jetzt ist Bitcoin auf dem Rekord. Würde man ja eigentlich davon ausgehen, dass es da so einen kleinen Turbo gibt, habe ich aber jetzt so auch noch nicht in der Wahrnehmung viel mitbekommen. Turbo. Turbo. Das ist in der Tat etwas, wo es ganz, ganz leicht fällt, zu der nächsten Aktie rüberzugehen. Und das ist im Moment in der Tat der Turbo, der nicht nur im richtigen Geschäftsfeld tätig ist, nicht
nur seit über 20 Jahren an dem Markt aktiv ist und vor 20 und vor 10 Jahren vermutlich noch gar nicht so richtig geahnt hat, oder wir sehen es einfach nicht, dass es geahnt wurde, zu was die Produkte in der Lage sein würden, wenn das Thema aufkommt, wie es jetzt aufgekommen ist. Die Rede ist von künstlicher Intelligenz, der Artificial Intelligence und von dem KI-Profiteur schlechthin, nämlich von Nvidia, dem Pulverisator von Quartalsprognosen. Denn was die letzten beiden Quartalszahlen-Session so abgegangen ist, auch beim danach, war schon hochgradig beeindruckend und hat dieses Unternehmen in den absoluten Börsenolymp der Top 3 katapultiert. Wir reden im Moment darüber, dass eine Nvidia eine Marktkapitalisierung hat von 2,3 Billionen, korrekt ausgesprochene Dollar, and the American value would be 2.3 Trillion. Und das, ich finde es dann immer so schön, wenn da so dann drunter steht, dass der Enterprise Value nicht bei 2,3 Billionen liegt, sondern bei 2,13. Was nichts anderes heißt, dass da einfach mal 170 Milliarden Net Cash offensichtlich da sind. Der absolute Wahnsinn. Ja, das wird ja auch reingetragen von den Kunden, das Cash. So schnell können sie es ja gar nicht. Die übrigens ihrerseits in der Regel auch genug Cash haben, um die Dinge auch sofort zu bezahlen. Also genau. Wenn man mal eine beispielsweise eine Microsoft. Eine Amazon, auch eine Alphabet, die all diese Chips brauchen, um dann eben neue Anwendungen zu programmieren, die vielleicht dann in 2, 3, 4 Quartalen sich auch in den Quartalszahlen dieser Unternehmen materialisieren. Ja, und auch wenn du das mal in der Langfristschiene anguckst, das ist Wahnsinn, wie das Unternehmen gewachsen ist. Also binnen 10 Jahren haben sie ihren Umsatz verzwanzigfacht und ihren Gewinn verhundertfacht. Also das, was man an Kurszuwächsen sieht, hat durchaus auch eine fundamentale Basis. Und das ist nicht vergleichbar mit einigen Luftnummern, die wir 1999, 2000 an der Börse gesehen haben. Da ist sehr, sehr viel Geschäft. Die Frage ist immer, wie nachhaltig ist das? Und an dich als Bewertungsguru, wie viel zahle ich für dieses Geschäft? So, und da wird es total spannend, denn wir müssen uns da ehrlich machen. Wir werden in diesem Leben keine KI-Experten mehr. Also weder Christian noch ich werden euch auf einmal da signifikant weiterbringen können. Das wird nicht passieren. Aber wir können euch Chancen und Risiken so ein bisschen vielleicht einzuschätzen helfen, gerade auch, wenn ihr überlegt, diese Aktie zu kaufen oder wenn ihr eine kräftig gestiegene Position von ihr habt, was das auf der Ebene im Moment eigentlich bedeutet. Und da ist dann schon mal ganz wichtig, sich zu vergegenwärtigen, was eigentlich davon zu halten ist, dass im Moment ganz viele sagen, eine Nvidia ist abstrus hoch bewertet und komplett überbewertet. Ich habe in den letzten Tagen ein paar Podcasts gehört und war dann sehr erstaunt, zu welchen Aussagen sich einige Leute hinreißen lassen. Denn wenn man einfach mal so rangeht und sich nur auf die Zahlen konzentriert, die da sind und die prognostiziert werden, mit all dem Vorbehalt, der dazu berechtigt ist, dann muss man einfach mal sehen, ja, das Unternehmen ist sicherlich ein deutlich gestiegenes. Die Frage, ob es im Moment zu teuer ist, hängt davon ab, was passiert denn da in der Zukunft. So, und da bitte ich euch, wenn ihr die Unterlagen vor euch zu liegen habt oder dem Fernseher dann im Zweifelsfall mal auf Stopp drückt, um sie länger zu haben, oder hallo Karl euch die entsprechend lange einblendet, dass ihr diese paar Zahlen, die wir haben, sehen, vor allen Dingen auf die rechte Spalte zu konzentrieren. Da ist der Quartalsumsatz bei 22 Milliarden. So, dieser Wert, der wird steigen, das hat Nvidia schon gesagt, und die Profitabilität wird darunter nicht leiden, das haben sie auch schon gesagt. So, das führt im Moment dazu, dass die Schätzungen für das Jahr 25, was nicht das Jahr 25 ist, sondern im Wesentlichen das Jahr 24 plus den Januar, ein bisschen dusseliges Veröffentlichungsdatum, egal, was dann eben dazu führen soll, dass da für das Jahr, in dem wir uns jetzt gerade befinden, 107 Milliarden an Umsatz rauskommen soll, was dann in letzter Konsequenz zu einem Gewinn von 24 US-Dollar führen soll. Auch da natürlich ist es konjunktiv und so weiter. Wenn man dann aber sieht, dass die Aktie im Moment so bei 900 steht und ein brutales Wachstum hinlegt, dann muss man an der Stelle sagen, für das Wachstum, was Nvidia an den Tag legt und für das Potenzial, was allenthalben mit reingeredet wird,
ist das eine Bewertung, die aus meiner Sicht nicht eine komplette Überbewertung darstellt. So, das ist Schritt 1. Der Schritt 2 sieht dann nicht ganz so angenehm aus, weil wenn man sich mal eine Zeile vergegenwärtigt, die haben wir auch ganz gerne weit oben, beziehungsweise sie ist ohnehin weit oben, dann kommen wir auf die Gross Margin. Die beträgt im Moment gerade im letzten Quartal 76%. Und da muss man dann schon mal sagen, das ist etwas, was man nicht so oft sieht und was man in der Vergangenheit bei der an Margenreichtum ja nicht armen Halbleiterindustrie auch noch nie gesehen hat. Aber man muss ehrlicherweise sagen, man hat es nie besonders lange gesehen. Genau, wir haben es schon mal gesehen. Wir haben es in den 90er Jahren bei Intel gesehen. Wir haben es auch bei AMD schon mal gesehen. Wir haben da auch mal was vorbereitet. Und deswegen muss man unbedingt rechts ran. Genau, es gibt eine neue Grafik. Wir haben es mal als Grafik vorbereitet. Und also Intel war tatsächlich mal bei 72% Marge Anfang der 90er Jahre. Hat die Marge dann auch, das darf man auch nicht vergessen, lange Zeit stabil oberhalb von 50 halten können, die Rohmarge. Naja, erst dann ist sie in den 10er Jahren runtergebröckelt. Aber man sieht da schon, also diese absolute Spitzenmarge ist dann irgendwann doch, weil Konkurrenz aufkommt, weil nicht mehr zu jedem Preis gekauft wird, irgendwann weggegangen. Das und wir haben den Schweinezyklus im Chip-Bereich schon ganz, ganz oft erwähnt, dass dann Kapazitäten aufgebaut werden, um Nachfrage auch befriedigen zu können. Das funktioniert im Chip-Bereich im Übrigen auch, dass dann Angebot bereitgestellt wird. Und deswegen, du hast ja die Grafik noch um einen Punkt erweitert. Ja, ich habe noch ein Unternehmen dazugepackt, mit dem ich mehr anfangen kann. Und dass die Produktion nicht so ausweiten kann, so ohne weiteres, wie beispielsweise ein Nvidia, wenn die Produktionsstraße ist. Das aber für viele Produkte kontinuierlich eine Warteliste. Deswegen erweitern wir die Grafik jetzt mal. Die Rede ist von Hermes. Die haben es tatsächlich geschafft, ihre Marge auf diesem hohen Niveau jenseits der 50% sukzessive nach oben zu entwickeln. Die sind jetzt ungefähr auf demselben Niveau wie Nvidia, beziehungsweise Nvidia ist momentan auf dem Niveau von Hermes. Und da wird's halt irgendwo ein bisschen viel. Ja, das zeigt dieser Vergleich. Man hat ein schlechtes Gefühl. Ja, also an einem Futures-Markt würde man sagen, wir sind in einer extremen Backwardation bei den KI-Chips. Man zahlt für die sofortige Verfügbarkeit einen immensen Preisaufschlag. Und das ist etwas, das wird nicht dauerhaft der Fall sein können, weil entweder, wenn die Nachfrage wirklich kontinuierlich so stark ist, dann wird das Angebot zwangsläufig mitkommen. Oder irgendwann stellt man halt auch fest, naja, Amazon, Microsoft und alle möglichen Startups plus die Chinesen, die auf Vorrat kaufen, die haben jetzt erstmal genug von diesen GPUs für generative KI. Und dann wird auch erstmal damit gearbeitet. Sagen die Boomer, beziehungsweise der eine hat gesagt, der andere widerspricht nicht. Also, weil das ist genau das Thema. Wir sind auf einem Level bei der Marge angekommen, wo man sagt, da ist jetzt auch gar nicht mehr so viel drin, weil also die kann vielleicht auch nochmal auf 80% steigen, wenn Microsoft, Amazon und Alphabet komplett Amok laufen im Nachfragerennen. Aber das wird nicht über viele Quartale und schon gar nicht, sagt die Kapitalmarkterfahrung, sagen nicht wir als Nicht-KI-Experten, sagt die Kapitalmarkterfahrung, diese Margen werden nicht nachhaltig über mehrere Jahre zu erzielen sein. Dann wird sie wieder sinken und dann sehen wir uns eben auch auf ganz anderen Margenniveaus und auf Gewinn pro Aktienniveaus. Auch diese Umsatzzuwächse. Ich meine, wir haben das ja erlebt vor etwas über 20 Jahren. Die Investitionen in Internetinfrastruktur. Das Internet ist ja gewachsen, aber man hat halt am Anfang dann auch mal ein bisschen zu viel investiert und da musste erstmal das Wachstum nachkommen. Ja, fällt einem da sofort ein. Genau, damit man dann auch diese Infrastruktur nutzen konnte. Auch eine Qualcomm beispielsweise war ja damals auch schon am Markt. Das musste verdaut werden. Das ist dieser Schweinezyklus. Das ändert nichts daran, dass Nvidia ein großartiges Unternehmen ist. Hundertprozentig. Ja, dass sie bei Grafikchips führend sind, dass sie dann beim Thema Bitcoin Mining, da haben sie ja das erste Mal so einen richtigen Push gekriegt, in dieser ersten Bitcoin-Euphorie schon, eine wichtige Rolle spielen und dass sie jetzt
bei KI-Chips ganz vorne dabei sind. Das ist, spricht sehr, sehr stark für das Unternehmen. Aber man muss nicht diese Bewegung der letzten 6 Monate extrapolieren. Das heißt nicht, dass der Kurs jetzt in sich zusammenbrechen muss, aber man sollte sich immer des Risikos bewusst sein, dass auf dem Niveau auch mal so ein leichtes Hüsteln bei der Präsentation, eine leicht kritische Bemerkung zu den Ergebnissen dafür sorgen kann, dass so eine Aktie 30% fällt. Und das ist ja passiert. Am 8. März war ein Freitag und da ist Nvidia einfach mal um 128 Milliarden, okay, das ist jetzt bei dem Wert, der erreicht, ja, das geht auch mal relativ irgendwie schnell. Irgendwie eine Siemens oder so, ja? Genau, mal eben so. Mal eben eine Siemens im Wert gefallen. Das waren zwar nur 5,6%, aber ja, hier geht's im Moment eben echt schon mal um Werte, die beachtlich sind. Und das kann eben auch manchmal daran liegen, dass der Wert natürlich im Moment das erfüllt, was man als überverkauft bezeichnet. Und vor dem Hintergrund sollte man sich immer auch mal eine Grafik auch wirklich so als Investor so unter das Kopfkissen legen, um daran wirklich erinnert zu werden. Es gibt richtig krasse Einbrüche bei dieser Aktie. Sie hat schon mal 80% verloren. Ja, okay, ist eine Weile her. Finanzkrise, lass mal raus. Sie hat schon mal 2/3 verloren. Das ist dann nochmal gewesen. 2019. Das Ding, ja, über 50% mhm, und dann 2022 auch 2/3. Das sind diese beiden Dinge. Das Unternehmen war ja nicht schlecht. Mhm. Das Unternehmen hat ja weiter sehr, sehr ordentliches Geschäft gemacht. Nur man hat halt, wenn man so viel Wachstum in die Zukunft eingepreist hat, bei leichtem Gegenwind dann auch entsprechend den Faktor nach unten. Also von daher einfach hier berücksichtigen, dass diese Aktie das erfüllt, was man gemeinhin mit Priced to Perfection auch ansetzt. Wenn ihr da deutliche Gewinne drauf habt, dann wollen wir ausnahmsweise mal dem Kollegen Tim Schäfer ein bisschen an der Stelle widersprechen. Man muss nicht alle Gewinne immer laufen lassen. Man darf auch mal so ein bisschen was man kann vom das auch, Tisch nehmen. Man kann das auch alles laufen lassen. Entscheidend ist, fühlt man sich damit wohl. Mhm. Wenn man irgendwann mal eine Nvidia-Position aufgebaut hat, die war bei 5% und jetzt ist die Position bei 50% und man verbringt den halben Tag damit, nachzugucken, wo steht Nvidia, wie viel ist man heute wieder reicher geworden, und wenn dann mal so eine Siemens verloren geht an einem Tag, dann geht man abends mit einem mulmigen Gefühl ins Bett, dann weiß man, okay, es ist ein bisschen viel, dann sukzessive mal etwas rausnehmen. An einem das völlig egal ist und man sagt, hey, das ist doch so egal, ich bin jetzt 10-fache vorn, wenn ich am Ende nur noch das 8-fache vorn bin, ist mir auch egal. Ja, fein, aber prüft dann, ob es euch in der Situation wirklich egal ist. Das ist, glaube ich, das Wichtigste bei diesem Unternehmen, dass man sich selber hinterfragt, gerade wenn man weit vorne liegt, dass das Unternehmen irgendwann Konkurrenz erhalten wird, dass die Margen irgendwann runtergehen werden, das ist sicher. So funktioniert es in der Marktwirtschaft. Und vor allen Dingen in diesem Geschäftsbereich. Also genau, wir haben hier eben kein Hermes, sondern ja, das ist einfach Halbleiter-Business. Und es ist jetzt auch nicht so speziell wie die Maschinen von ASML. Ja, so. Also von daher, das mal als Einstufung zu Nvidia, weil wir haben da noch eine Aktie, an der man ja auch hervorragend sehen kann, wie es nämlich auch laufen kann, nämlich ja, abwärts. Wobei also jetzt die in einem Atemzug mit Nvidia zu nennen, das ist bösartig gegenüber Nvidia. Robinhood Markets, da haben wir mal Kurse gesehen, zu 38 an die Börse gekommen. Erst war es so 1-2 Tage ruhig und dann 2021 in diesem Wahnsinnsjahr teilweise über $70. Ja, und dann ging es runter, sogar bis in den einstelligen Bereich. Und seitdem dümpelt die Aktie jetzt da unten so herum, zuletzt mit leicht aufwärts gerichteter Tendenz. Tja, und das waren so Zeiten, dieser Meme-Stock-Boom. Das waren die Robin Hood-Kunden, die das alles angeheizt haben. Als Corona wütete, den Menschen langweilig war, Sportevents waren und man mit Aktien gezockt hat. Man muss bei dieser Unternehmung eigentlich vor allen Dingen mal eins in den Mittelpunkt rücken. Wir haben hier eine Marktkapitalisierung, die im Moment so im Bereich von 14, 15 Milliarden US-Dollar liegt. Und du hast ja mal die Mühe gemacht, auszurechnen,
wie es den Kunden eigentlich mit diesen 15 Milliarden Marktkapitalisierung geht, die ja dafür sorgen, dass das Unternehmen das wert hat, weil die müssen ja auch richtig Geld verdienen. Also ansonsten lohnt sich das ja nicht, ansonsten bleiben das ja keine Kunden. Ja, und das haut nicht so ganz. Also ich habe es mir mal seit 2020 angeguckt, für 16 Quartale. Robinhood veröffentlicht ja wirklich in jedem Quartalsbericht den Anfangsbestand des Kundenvermögens, das, was netto eingezahlt oder rausgenommen wurde. Es wurde übrigens jedes Quartal was eingezahlt. Und dann, was denn netto an Gewinn oder Verlust hängen blieb in dem Quartal. Und wenn man das für 16 Quartale aufsummiert, stellt man fest, unterm Strich waren das in 4 Jahren 5 Milliarden Dollar Verlust, die Robinhood-Anleger dort gemacht haben. Und das, obwohl der S&P 500 in dieser Zeit über 40% zugelegt hat, obwohl Kryptowährungen großartig gelaufen sind. Daran sieht man auch den Unterschied zwischen Robinhood als dem US-Neobroker und unseren Neobrokern hier in Deutschland, bei denen sehr stark der Fokus auf Gamification und auf hochspekulative Aktien plus auch Optionen. Margen locken. Ja, wo man also sich mit Hebel relativ zügig ruinieren kann. Und viel weniger das, was ja hier auch viele in der Corona-Pandemie einfach angefangen haben, nämlich simplen ETF-Sparplan. Oder mehrere, weil es geht oder, ja schon ab kleinem Geld los. Und das oder ist mehrere genau oder auch einfach Buy and Hold Aktien. Also es ist schon zumindest die Jahre 2020, 2021 eine brutale Zockerplattform gewesen. Das ist 2022 dann etwas ruhiger geworden. Ich hätte jetzt gedacht, eigentlich 2023, nachdem die Tech-Aktien so gut gelaufen sind, wäre da mal wieder eine Outperformance der Robinhood-Kunden gegenüber dem S&P 500. Aber auch das war nicht. Gucken wir mal, wie es jetzt läuft mit Krypto. Aber insgesamt ist das, was wir bei Robinhood sehen, enttäuschend. Auch wenn man die Entwicklung der Kunden sich anschaut. Denn es waren im Q4 2021 22,7 Millionen, ein Jahr später 23 und jetzt sind es 23,4. Also ja, da hat man so einen Sockel, da wird es so ein bisschen mehr. Aber nimm dir dieses riesige Land USA, nimm diesen boomenden Finanzmarkt und dann schaffst du es, in einem Jahr gerade mal 400.000 neue Kunden für die führende Trading-App zu begeistern. Was ich ja viel interessanter finde, ist einfach mal die Umsatzentwicklung 2021, 22, 23 zu nehmen, wo man von einer Milliarde startet, wo man das dann auf 1,8 Milliarden nach oben bringt, wo die Leute also wirklich im wahnsinnigsten Form bekloppt waren, ihre App zu nutzen, zu traden, als gäbe es kein Morgen. Im Jahr 22 sieht man dann schon, dass das offensichtlich nicht so richtig gut funktioniert hat, deswegen Umsätze um ein Viertel zurückging. Und man könnte ja jetzt denken, dass dieser Anstieg wieder zurück auf ein neues Hoch, auch bisher nie erreichte, 1,865 Milliarden US-Dollar oder auch 471 Millionen US-Dollar Umsatz im letzten Quartal des Geschäftsjahres 23 darauf zurückgeht, dass die Leute endlich wieder weiter handeln. Und dann stellt man fest, Christian, ja, sie tun das, aber es bleibt halt trotzdem nichts hängen. Also es bleibt natürlich viel hängen. Aber wodurch bleibt was hängen? Es bleibt was hängen durch die Zinsen. Mehr als 50% der Umsätze kommen aus der Zinsmarge. Das ist so abgefahren. Also, und wenn wir darüber reden, was bleibt hängen? 536 Millionen Dollar Gewinn hat Robinhood im letzten Jahr aus diesen 1,8 Milliarden Umsatz gemacht. 536 Millionen Dollar Gewinn. Gewinn. Nur, das Dumme ist, Gewinn heißt bei solchen Unternehmen adjustiertes EBITDA. Also, da wurde wieder alles Mögliche aus den Bullshit-Earnings rausgerechnet. Natürlich auch Stock-Based Compensation, 870 Millionen Dollar in einem Jahr. Also 40% also vom Umsatz. Also gucken wir aufs Net Income und da sehen wir das, was wir adjusted als Gewinn sehen. 540 Millionen plötzlich als Verlust. Was auch lustig, also diese Stock-Based Compensation, wenn man sich das mal reinzieht. Also das heißt, das Geschäft, was sie risikolos machen, nämlich die Zinseinnahmen, das geht in die Stock-Based Compensation
Und da, wo sie nicht vernünftig aus dem Quark kommen und kein tragfähiges Geschäft aufbauen können, ja. Das ist dann eben entsprechend das, ja, also was in der Summe zu einem negativen Ergebnis führt. Es ist ungefähr der gesamte Zinsumsatz in die Stock-Based Compensation. Ja. Unfassbar. Es ist wirklich unfassbar. Und mir fehlt nach wie vor die Fantasie, bei diesem Unternehmen zu sagen, was muss denn passieren, damit die endlich mal richtig, ich meine so richtig, Geld verdienen. Wir haben jetzt schon die Chance, dass sie auf das nicht veranlagte Geld ihrer Kunden, was sie ja nur zu 1,5% standardmäßig verzinsen, während du 5% hast. Ja, was das läuft. Aktienmärkte auf Rekorden hoch. Aktienmärkte auf Krypto läuft. Auf Rekorden hoch. Leute sind wahnsinnig von so Börsengängen wie Reddit und was jetzt kommt. Und trotzdem, es reicht alles hinten und vorne nicht. Das ist ein Kurzfazit, brauche ich nicht. Muss ich auch zugeben, brauche ich auch nicht. Ich hab's aber trotzdem mal genutzt, um zu gucken, wie sind denn vergleichbare Aktien in Deutschland bewertet. Und da habe ich mal auf die Flatex geschaut, weil die ja kommt einigermaßen nah ran. Reinrassiger Broker ist, bei der Smart Broker Holding ist halt dieses Media-Geschäft noch mit dabei, was 60% Umsatz macht. Da ist es also schwierig. Und ich habe mal geschaut, also wir haben bei Robinhood, du hast es eben erwähnt, einen Börsenwert von 14,3 Milliarden Dollar. Das einzig Positive bei Robinhood ist, sie haben richtig Asche auf der Tasche, nämlich 4,5 Milliarden netto. Und das bringt übrigens auch... Irgendwo müssen die Zinsen herkommen. Ja, genau. Also 10 Milliarden Enterprise Value. Das heißt, bei 23,4 Millionen Kunden, du hast 427 Dollar Enterprise Value pro Kunde. Und aus einem Kunden ziehen sie einen Umsatz von rund 80 Dollar raus. Mhm. Bewertet sind sie mit etwa 10% der Assets von 102 Milliarden, die die Kunden da liegen haben. Jetzt dagegen, Flatex macht 390 Millionen Euro Umsatz, hat 2,7 Millionen Kunden und 52 Milliarden Euro Assets von Kunden bei 1,1 Milliarden Börsenwert. Heißt, 407 Euro pro Kunde ist die Bewertung. Das ist ziemlich genau dasselbe wie bei Robinhood. Aber jetzt kommt's. Flatex macht 144 Euro je Kunde an Umsatz. Und die Bewertung ist nur 2% der Assets. Dazu kommt, dass Flatex profitabel arbeitet und eine Dividende zahlt. Das ist jetzt nicht eine Empfehlung für die Flatex-Aktie, aber es zeigt, wie grotesk schlecht geführt Robinhood ist und wie hoch die Börsenbewertung gemessen daran noch ist. Wenn das kein schönes Schlusswort ist, dann weiß ich aber auch nicht mehr. Ja, also ich weiß nicht, was passieren muss, damit es da richtig gut läuft. Ja, also die Frage kann man sich stellen. Und vielleicht ist es ja so, dass ihr da eine Idee zu habt. Dann freuen wir uns auf eure Kommentare unter diesem Video. Gerne auch mit Einschätzungen, wie ahnungslos wir eigentlich bei Nvidia waren in euren Augen. Oder auch eine Einschätzungskorrektur zu Block. Und natürlich gerne auch zum Thema Megatrends, was wir dann in 12 Monaten auf jeden Fall auf die Wiedervorlageliste legen und uns dann mal angucken, wie hat dieser ETF eigentlich abgeschnitten. Bis dahin gibt's noch viele, viele Folgen Echtgeld TV, wohl so um die 60, 70 in diesem Zeitraum, bis diese Folge kommt, die ihr hoffentlich auch alle guckt. Und darauf freuen wir uns dann, wenn ihr gesund seid, investiert seid und wenn ihr vor allen Dingen einfach mit dabei bleibt. Tschüss aus Berlin. Thank you.